viele Jahre, die ich hier schon lebe. Nie weggegangen, geblieben bei diesem wilden Tier. Zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Da wurden die Menschen auf Stromboli wieder ausgespuckt. Ja, am Ende der Welt. Für meinen Großvater war Stromboli der Mittelpunkt der Erde. Fischer und Landbauer, ein großer Seemann, Thunfischfang, Schwertfisch. 20, 30 Meilen von Stromboli entfernt. Und der Blick auf den Vulkan, der letzte seines Lebens. Ja, so war das. Immer wenn mein Großvater fischen war, habe ich bei Sonnenaufgang auf ihn gewartet. Die Übergabe seines größten Fangs war unsere Zeremonie. Ich habe das Gewicht geschätzt, meist auf 100 Gramm genau. Darüber war er sehr stolz. Unser Boot hatte den Namen Eolo. Das ist der Windgott der äolischen Inseln. Und Eolo hat schon Odysseus immer sicher nach Haus geleitet. Aber an diesem Morgen ist mein Großvater nicht mehr zurückgekehrt. Jeden Tag habe ich Großvater gesucht und der Berg hat mir zugeschaut. Der Berg ist gewalttätig geworden, der Eingang zum Fegefeuer, überall Asche. Wie auf einer großen Bühne, auf der die Natur zeigt, wozu sie fähig ist und zur Demut mahnt. Erzählte man von einer Monsterwelle, 10 Meter hoch. Der Berg hat sich geöffnet. Millionen Kubikmeter Gestein rutschten ins Wasser. Einige Männer versuchten, an Land zu schwimmen. Nur einer hat es geschafft. Er war ganz rot, überall verbrannt. Er ist noch am gleichen Tag gestorben. Alle anderen sind im heißen Wasser verbrannt. Sagte man.